Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich beginne das Video heute wieder aus dem Auto raus. Wir sind gerade schon unterwegs mit Valley wieder, der ist hinten im Anhänger drin. Und ja, heute geht es zum Reitabzeichenkurs. Das habe ich ja letztens schon in einem Video gesagt, ich glaube im letzten Video, dass ja, wir jetzt das Reitabzeichen 4 machen und ich das dressurspezifisch mache. Das heißt, ich musste eine L-Dressur reiten. Normalerweise reitet man dann ein A-Springen und eine A-Dressur, aber ja, ich mache das halt spezifisch. Deswegen muss man dann halt immer in der jeweiligen Disziplin eine Klasse höher reiten. Genau, wir haben es natürlich schon geübt, werden da aber auch nochmal 3 Tage jetzt üben und am 4. Tag ist dann der Prüfungstag. Ich werde euch dann jetzt schon mal die normalen 3 Tage so ein bisschen mitnehmen, auch zeigen, wie Valley da so steht. Aber ich habe auch schon mal letztes Jahr mein Reitabzeichen da gemacht und da auch schon ein Video drüber gemacht. Da habe ich halt das RA5 gemacht mit Valley und Nils, also da musste ich beide Disziplinen machen. Genau, und jetzt ist halt nur Valley dort untergebracht, das zeige ich euch dann alles. Und heute beginnt auch schon die erste Trainingseinheit. Vorher melden wir uns dann aber erst noch an, dann halt das Dressurtraining und dann auch noch Theorie. Genau, und am Ende seht ihr dann meine Prüfung. Es wird meine allererste L-Dressur überhaupt sein. Mal schauen, wie das dann wird. Ich hoffe natürlich, ich bestehe. Ja, mal gucken, wie das dann klappt. Und ja, wir sind jetzt auch bald da. Und dann ja, melde ich mich, wenn wir dann angekommen sind. Zeitsprung, denn jetzt ist schon der Prüfungstag und ich reite hier auch schon ein und ja, reite jetzt die L-Dressur, denn ich mache das ja dressurspezifisch und deswegen musste ich halt eine L-Dressur reiten und nachher gab es dann noch einen kleinen theoretischen Teil. Das Aufmaschinen hier, da war jetzt nicht ganz geschlossen, hätte ich noch ein bisschen mehr ranreiten müssen, aber allgemein hat er mir ein ganz gutes Gefühl gegeben. Die Halle kannte er dann ja auch schon, wir hatten halt 3 Tage vorher zum Üben und am 4. Tag war dann der Prüfungstag und genau, hier kommt jetzt gleich eine Volte, da habe ich, also muss man überstreichen, das ist ja schon so ein bisschen rausgekommen im Genick, aber ja, war okay. Dann gleich bei A, versammelter Trab, das ist ja eh bei L-Dressur auch dann nochmal neu, dass es dann halt 3 verschiedene ja, Tempounterschiede in der Gangart sozusagen gibt. Man sieht das jetzt leider, das ist mir auch so ein bisschen im Genick ein bisschen unruhig geworden, aber man konnte es einigermaßen erkennen. Auch hier die Trabverstärkung kann man auf jeden Fall erkennen, da hätte noch mehr Schub aus der Hinterhand kommen können. Also ein bisschen gelaufen, aber ja, auf jeden Fall erkennbar. Dann kommt jetzt gleich an der langen Seite links um und dann halten und rückwärts richten. Das ja, kommt jetzt. Anhalten und rückwärts richten. Da hätte ich noch einen Schritt machen müssen, den seht ihr jetzt auch so unsicher. Er hat ihn dann doch noch gemacht, aber da waren wir uns dann nicht sicher. Ich war nicht sicher und Belly wusste nicht genau, ob ich es jetzt machen soll oder nicht. Aber so, sonst hat er das gehorsam und gut gemacht. Ja, dann zum Mittelschritt anreiten. Ja, und die Trabtour fand ich bis dahin ganz okay. Waren so ein paar Kleinigkeiten dabei. Aber ich kann schon mal sagen, so allgemein gefällt mir die Galopptour auf jeden Fall besser. Die fängt jetzt halt gleich an. Bei A muss man aus dem Schritt angaloppieren. Und dann direkt, also da ist der versammelter Galopp und hier jetzt Mittelgalopp. Kann auch mehr sein, aber ist, denke ich mal, auch zumindest erkennbar. Genau, und dann wieder versammeln und halbe Volte rechts und halbe Volte links. Und dann, während man ja so auf der Mittellinie ist, muss man dann einen einfachen Wechsel reiten. Da konnte ich ihn eigentlich recht gut dann versammeln, dass auch der einfache Wechsel ganz gut funktioniert hat. Vor allem jetzt hier auch wieder anzugaloppieren. Ja, ist halt direkt auf dem Punkt dann auch angaloppiert, ohne dass da irgendwie Trab dazwischen war. Also auch beim Durchparieren zum Schritt war auch wirklich sofort Schritt und er ist nicht irgendwie noch ein bisschen dazwischen getrabt, was natürlich auch nicht so sein soll. Deswegen ja, war ich damit sehr zufrieden. Dann kommt jetzt der Außengalopp. Erst hier halt auf den Zirkel und dann aus dem Zirkel wechseln. Halt ohne Wechsel. Deswegen ja, kommt hier ein kleines Stück Außengalopp. Das ist eigentlich auch so beim Training, hat das eigentlich immer gut funktioniert. Also er macht eh keinen fliegenden Wechsel, deswegen kann er mir eigentlich auch nicht umspringen. Und da er auch nicht geglotzt hat, war das eigentlich ja alles gut. Dann hier auch einen einfachen Wechsel bei C. Hat auch gut funktioniert und war eigentlich auch ziemlich sofort im Schritt, ohne irgendwelche Trabschritte dazwischen.
und dann das gleiche nochmal andersrum, wieder aus dem Zirkel wechseln, kurzes Stück Außengalopp und dann diesmal aber keinen einfachen Wechsel, sondern sofort zum Schritt und auch nicht nur angaloppieren. Deswegen halt auch direkt bei A. Ja, also da war ich eigentlich sehr zufrieden mit, weil natürlich gibt es da auch Kleinigkeiten, aber allgemein hat erstmal alles so funktioniert. Er hat da gut reagiert und ja, da war ich ganz zufrieden. Hier das Kurzkehren sieht man jetzt nicht so gut, aber da wurde jetzt auch nachher nicht mehr so wirklich viel von angesprochen. Das muss ich sagen, kann ich auch selber noch nicht so gut beurteilen, weil ich es halt jetzt noch nicht lange reite. Aber allgemein war ich wirklich sehr zufrieden für die allererste L und die Note war auch echt super und ihr werdet es jetzt auch gleich hören. Die lösende Nachricht, dass wir auch erstmal alle bestanden haben, das hört ihr jetzt gleich im Anschluss. Wobei jetzt auch noch der Sprung kommt, jetzt, das gehört auch noch dazu, das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass man ja auch über einen Bodenring gehen muss und im leichten Sitz einmal reiten muss. Und das hat auch gut funktioniert. Also muss ich wirklich sagen, manchmal übertreibt man lieber so ein Kavaletti ein bisschen, aber da haben wir es wirklich ganz gut getroffen, er ist da fein rübergegangen. Und ja, jetzt hört ihr dann alles von der Urkundenverleihung. Das haben alle bestanden. Dann mit den Noten 7,8. Dressur, über Bodenrick auch 7,8, Lea Schiedemann. Attacke! Was sagen Sie dazu, 7,8? Ich bin sehr geflasht. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und wie man sieht, sehe ich auch ein bisschen anders aus. Und ja, ich dachte mir aber, ich beende das Video jetzt noch eben so für euch und gebe euch nochmal so ein kleines Resultat. Und ja, also es war wirklich so überwältigend, als ich die Note gehört habe. Also ich wäre wirklich mit jeder Note zufrieden gewesen, wenn ich damit irgendwie bestanden hätte. Es war mir wirklich eigentlich egal. Natürlich ist das so noch so ein i-Tüpfelchen obendrauf. Jetzt erstmal, dass ich bestanden habe, ist natürlich total cool, dass wir jetzt auch auf dem Turnier älteres so reiten können. Aber diese Note, eine 7,8, ist halt einfach so, hat mich so gefreut, also richtig, richtig cool. Und ja, ich bin natürlich jetzt gespannt, wie das dann wird auf einem richtigen Turnier. Also ja, wo es dann natürlich auch ein bisschen um den Wettkampf, sage ich mal, geht, was natürlich aber erstmal auch da nicht im Vordergrund stehen wird und ich sowieso erstmal gespannt bin, welche Note ich dann da kriege. Denn klar, beim Reitabzeichen kann es natürlich auch mal sein, dass die Richter vielleicht mal etwas netter richten, wenn man vielleicht auch auf der Kippe steht. Aber ich meine, dass, also ich hätte, also wenn ich jetzt eine 6er-Note gehabt hätte, wäre ich schon mega, mega zufrieden gewesen. Und so viel kann das ja jetzt eigentlich auch nicht immer abweichen, aber ich kann es wirklich überhaupt nicht einschätzen, weil ich ja noch nie vorher von einem Richter bewertet wurde in einer L-Dressur. Aber wie auch immer das nachher rauskommt auf dem Turnier, ich finde es einfach total cool, dass ich mit Valley jetzt L starten kann. Und ja, es macht mir einfach Spaß, das zu reiten. Was auch immer dann nachher bei rauskommt, ihr werdet es bestimmt auf jeden Fall auch mitkriegen. Ich werde euch da mitnehmen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, dann bis dahin und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss!